Leute, Update, es ist nicht zu fassen. Oh, da ist der Hype. Ach du Scheiße, Update! Also, The Armory ist am Start und wir haben hier ganz, ganz viel Zeug mit dabei. Es gibt hier eine viel schönere Ansicht, in die wir jetzt direkt reinwechseln. Und zwar diese hier. Mehr als 100 neue Items, 3 Weapon Collections und deine Mutter. Wahnsinn. Charms natürlich auch, Anhänger für die Waffen und für die Bombe. Bisschen dumm. Oh, what the fuck, Alter? Was ist mit ihm los? Die sehen generell ziemlich insane aus. Holy shit. Ich will den da übrigens haben. Tilsenbei, vielen, vielen Dank für dein Abonnement. Ich habe hier leider die Anzeige nicht an. Vielen, vielen Dank. Man kann sich hierzu einen Pass kaufen. Es ist aber wohl keine Operation, so wie es aussieht. Ich habe jetzt hier über den Chat schon ein bisschen mitbekommen. Wir sind live im Stream. Man kann bis zu 5 Pässe kaufen. Das ist schon, das geht in Richtung Milking hier, würde ich auch sagen. Ja, Daniel, dass sie hier ordentlich Geld rausziehen. Wer macht sowas? Ich weiß es nicht. Dass man 5 Pässe gleichzeitig laufen lässt. Kamikaze Otto, danke auch für dein Abo, Dude! Auf die Charms haben wir ja alle lange gewartet. Nicht wirklich alle, aber ein paar. Und das Ganze sieht jetzt wie folgt aus. Ne? So einen kleinen Kotbeutel da dranhängen und dann hat man den Salat. Ich habe eben im Chat schon gelesen, dass man die ganze Sache auch an die Bombe hängen kann. Bisschen lost irgendwie, actually. Ich hoffe, man kann sie nicht auch noch an die Granaten dranhängen. Wäre nicht so. Und, oh mein Gott, ist das ein Hyperbeast? Dings. Ach du Scheiße, ich werde schwach jetzt, aber Scorpions. Guck mal da, Eldea. Hier sind dann noch Small Arms, Charms, auch, ja, köstlich. Bin ich gespannt, wie dann hier die Spiegelungen auch ausfallen im Spiel dann selbst. Neue Waffen-Collections, Overpass-Collection, B, The Monster, oh, nee, Dragon Snore, what the fuck? Krikada Dragon Snore, okay. Ich finde es immer wieder schön, dass solche Sachen drin sind. Einfach so Roffelkopter und reintrollen, ist sehr, sehr schön. Krakau, das könnte Ricarda sein, oder? In ihrem neuen Spiel. Um es klarzustellen, Charms kann man nicht an Granaten packen. Das freut mich sehr, dass das nicht gilt. Sweet Little Angels? Ih, da sind ja wirklich welche drauf. Die sind aber nicht sweet. Was? Ist das eine Fehlübersetzung? Wursthölle? Oh, das ist Daira Steagle. Da ist Daira selbst drauf. Wahnsinn! Spot and Field Collection. Oh, eine MP1 ist Fate. Das ist ein verschissener Bänger. Ach du Scheiße, die wird auf Zilliarden Euro hochgehen. Axia, weiß ich nicht. Holy fuck. Also die haben mir alle... Oh mein Gott, beides ultrageil. Die Gold Tooth. Eine Neo-Noir. Ich brauch die Neo-Noir, dringend. Dopplermesser wurden komplett geändert. Ich flippe aus hier. Das ist doch die Ram Ranch. Ach du Scheiße. Pico, dringend brauchen wir die Ram Ranch. Ja, und der Rest ist wahrscheinlich wieder runtergefallen. Okay. Elemental Craft Stickers. Ja, kann man sich nicht beschweren. Das könnte vielleicht ein bisschen ich sein. Das ist Gretel, wenn es nicht so gut läuft. 18 Naked Cowboys at Ram Ranch. Limited Edition Item. Forged in Fire. Each Heat Treatment Desert Eagle is unique in its way. Wie kann man sich das einverleiben, so ein Ding? Und hier unten ist dann die Erklärung, was, wie, warum und wieso und weshalb. Und weiter vorne habt ihr ja gesehen, auch nochmal. Da gehe ich aber dann im Genauen in einem extra Video drüber. Es ist jetzt schon sehr spät, es ist 3:30 Uhr morgens. Deswegen beenden wir die ganze Sache. Ja, wenn ihr direkt Fragen habt, guckt euch halt hier das FAQ an. Ich verlinke die ganze Geschichte natürlich, lest euch die Sachen hier durch. Wenn ihr darauf keinen Bock habt und sagt, das macht der Babbler sowieso morgen für mich, dann wartet ihr einfach auf das morgige Video. Denn dann kommt der ganze Schotter in der genauen Genauigkeit. Da gucke ich mir das ganz genau an, dieses Armory Update. Wir haben noch eine Kleinigkeit. Actually haben wir diese und nächste Woche noch ein Giveaway am Start. Es gibt eine Desert Eagle Fennec Fox für euch zu gewinnen auf Twitch. Und zwar für den Geburtstag von CS2. Es ist ja letzte Woche Freitag ein Jahr alt geworden. Und ja, da gibt es von unserer Seite aus diese Fennec Fox im Stream. Einfach dazukommen und mitmachen, Bubble Dollar sammeln, während ihr zuschaut, kostenlos. Und dann könnt ihr da reingehen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs hier mit dabei sein im Chat. Und videomäßig danke für die Likes und für die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt ran. Und ich bin wahrscheinlich vielleicht jetzt auch aktuell noch live, weil ich dieses Video mache, hochlade. Währenddessen bin ich kurz offline, weil mein Upload scheiße ist. Und dann gehe ich wieder in den Stream rein. Und dann machen wir zusammen, machen wir den Pass hier geil. Ja, Kuss. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.